Hallöchen mal wieder aus dem Spieldurst. Es ist Freitag, wir haben neue Spiele. Erstmal hier Akropolis, ist zwar nicht neu, hat aber jetzt Asdor gewonnen in der Kategorie Familienspiele. Und Paul, was machst denn du? Gar nichts. Ich wollte mir die War of the Ring-Matte angucken. Paul ist gerade hier schon am Spielen, an unserem tollen neuen Spieltisch für die Toddies. Toddies. Das sind eben so kleine modifizierbare Autos, genau. Oder Flugzeuge, je nachdem, die man so auf- und reinbringen kann. Die sollen wohl ultra robust sein. Irgendwas kann man hier auch, glaube ich, anmachen. Genau, es gibt verschiedene Sachen mit Sounds. Was für fahren die? Die fahren die, wir haben die fahren tatsächlich ziemlich geil sogar. Die muss man nicht so aufziehen, sondern man schiebt die einfach so los und dann fahren die einfach so ultra weit. Das ist schon ziemlich nice, ehrlich gesagt. Ist und die fühlen Produkt. Sich wirklich gut an. Also die kann man wirklich gut. Genau, also es ist einfach zu bedienen. Für verschiedene Altersklasse haben die verschiedene Play-Elemente, wo man die eben auch auseinander basteln kann und eben kombinieren kann. Und gibt es eben ganz viele verschiedene Sets. Können wir mal die verschiedenen zeigen. Haben wir hier ganz viele verschiedene Versionen. Dann natürlich, wie man es sehen kann, der Laden ist immer noch im Aufbau, aber ja, wir kommen gut voran. Chefs am Arbeiten, wir machen Video, Chefs am Arbeiten. Genau. Und unter anderem haben wir hier noch weiter, eben eher im Spielwarenbereich, haben wir Playmobil noch dazu gekriegt. So, das ist echt geil. Genau, coole Sachen wie hier Citroën de Chevaux oder 2CV, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt. Und Citroën wird es ausgesprochen. Ganz viele Einhörner, so verschiedene Versionen, kleinere Geschenksets, die auch tatsächlich alle in guten Preisklassen für kleine Kinder so sind. Geil, Alter. Und größere Sets gibt's natürlich auch. Mal wieder Wildtopia mit ganz viel Recycling-Plastik. Wird anscheinend aus dem Inneren von Kühlschränken gemacht. Echt? Ja, krass. So meinte das zumindest unser Playmobil. Sagt ihr, Playmobil wird immer cooler, ne? Playmobil wird definitiv immer cooler. Man sieht's hier, wir haben auch noch ganz viele Neuheiten von Cosmos. Yes. Ganz viele Experimente, Mitbringexperimente, ganze Reihen voll an neuen Produkten. Und hier hinten haben wir auch noch Toddies war von Siku. Wir haben natürlich auch die klassischen Siku-Autos jetzt reingekriegt. Ein ganzes Display. Alles, was das Kinder- und Autofan-Herz begehrt. Der Paul guckt schon sehr begeistert drauf. Ich kann mit Auto gar nichts anfangen, aber das Raumschiff gefällt mir. So, und man sieht es hinten dran auch noch. Bakugan. Haben wir auch ganz viele verschiedene Sets. Das klassische Spiel mit den kleinen Monsterkugeln. Ja. Wir haben noch eine Sache, wir haben die War of the Ring-Matte. Die War of the Ring-Matte. Also, genau. Also muss ich muss ja sagen, das trifft dann so ein bisschen meinen Nerv, weil ich War of the Ring einfach total genial finde und ich ehrlich gesagt nicht so richtig damit klarkomme, dass wir jetzt diese Mega-Matte hier haben. Ich meine, das Spielfeld ist ja so schon krass und dann hast du diese Mega-Matte. Das juckt mir in den Finger. Das ist echt gefährlich für mich. Wie man es am Laden und an uns beiden heute merkt, wir sind gerade noch ein bisschen unorganisiert. Ja. Das wird alles die nächsten Tage noch viel krasser. Oh, der Christopher will nicht auf den Videos sein, aber zeigt uns noch ganz coole Sachen. Wir haben noch Holzschwerter, Holzbögen, Armbrust, Schilde, alles Mögliche von Holzspielerei reingekriegt. Echt gute Produkte. Sag mal auch das Schwert hier. Also man sieht, gut verarbeitet. Nice. Die Preise stimmen auch. Boah. Also es, ich glaube, die kaufe ich mir. Echt ein paar verschiedene coole Sachen dabei. Nice. Ja. Während der Paul hier weiter grabbelt. Ich liebe den neuen Laden, der ist richtig geil. Paul ist happy, wir sind alle happy. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Auf jeden Fall. Und bis nächste Woche. Ciao.